Hallo ihr Lieben, ich habe gerade meine Haare gewaschen, wie ihr unschwer erkennen könnt, und ich habe einen neuen Föhn. Und der soll anscheinend genauso gut wie der Dyson sein, und das werden wir heute testen und ich zeige den euch heute mal. Das ist der Bobke High Speed Hair Dryer und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er drauf hat. Anscheinend braucht man nur 5 Minuten, um seine Haare komplett trocken zu föhnen. Ja, ich würde mal sagen, wir packen den direkt auch mal aus. Also haben wir natürlich erstmal eine... Boah, es glitzert voll. Wir haben hier erstmal eine Bedienungsanleitung, dann eine VIP Registration Card. Genau. So, fangen wir jetzt mal an, was hier drin ist. Also so sieht der Karton aus. Alles so in einem schwarz-grauen Stil gehalten. Hier haben wir den ersten Aufsatz. Genau, der ist auch mega leicht, also der ist gar nicht schwer. Und dann haben wir noch einen Diffuser für lockige Haare. Und hier ist dann auch schon der Föhn mit dem Kabel. Und das Kabel ist auch, finde ich, relativ lang. Ich mache gerade hier ab. Also könnt ihr auf jeden Fall gut mit umgehen sozusagen. Also erstmal, ich finde es super gut, dass es so ein langes Kabel ist. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel eine Steckdose benutzen, die relativ unten ist. Trotzdem kann ich meine Haare föhnen, ohne dass ich irgendwelche Bedenken habe, dass das Kabel zu kurz ist. Finde ich schon mal sehr gut. Ein Pluspunkt. Also das ist die Rückseite. Sieht auch sehr, sehr schön und schlicht aus. Das ist die Vorderseite. Ist auch relativ leicht, finde ich. Also man kann auf jeden Fall lange so föhnen. Das sind beides magnetische Aufsätze. Also und die kann man auch um 360 Grad drehen. Genauso wie diesen Diffusor hier. Und dann könnt ihr einfach eure Locken föhnen, oder kann man damit auch andere Haare föhnen? Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich kenne das halt nur mit Locken. Ja, ich finde das sogar richtig cool, aber nützt den, weil ich habe keine lockigen Haare. Also so sieht er aus. Also hier ist erstmal die Marke. Also ich zeige euch jetzt mal, wie cool das hinten ist. Also hier könnt ihr einstellen, wie stark der Wind sozusagen sein soll. Und das wird auch hier angezeigt. Nur ich kann jetzt natürlich nicht reden, weil das halt relativ laut ist. Die Temperatur kann man auch unten einstellen. Ich mache den jetzt wieder an. Es wird natürlich jetzt ein bisschen lauter, aber ich mache mal ein bisschen leiser hier. Also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass manche Leute auch ihre Haare irgendwie nach dem Warmföhnen sozusagen kalt föhnen. Das heißt, man kann auch die Haare kalt föhnen, das ist nämlich, wenn da gar kein Licht aufblinkt, föhnt er nämlich sozusagen kalt, also kommt kalte Luft raus. Und ja, das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Und der ist auch super handlich, der Föhn, finde ich. Ja. Also hier wird die Lufttemperatur selber vom Föhn gemessen. Also der Föhn misst mehr als 100 Mal die Temperatur in einer Sekunde. Das ist so krass, Leute. Somit hat man auch keine Hitzeschäden, was ich auch super finde. Jetzt wollen wir mal gucken, was der Hochgeschwindigkeitsmotor so kann. Also ich mache jetzt mal die Stoppuhr an und jetzt gucken wir mal, wie lange ich brauche, bis meine Haare komplett trocken sind. Aber erstmal machen wir ein bisschen was in meine Haare rein. Also wir machen jetzt den Föhn an und dann stelle ich die Stoppuhr auf Start. Also vielleicht, weil ich jetzt auch ein bisschen kürzere Haare habe, aber Leute, es hat nur 3 Minuten und 52 Sekunden gebraucht. Und ich finde das wirklich so krass. Also wirklich, meine Haare sind wirklich von oben bis unten komplett trocken. Innen hier sind die auch wirklich komplett trocken. Und die sehen auch noch richtig glatt aus. Also sieht aus, als hätte ich die irgendwie geglättet. Also wirklich, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Föhn. Dass es wirklich so schnell geht. Also ich trimme die jetzt mal kurz nochmal ein bisschen durch. Das fühlt sich jetzt auch schon mal sehr geschmeidig an. Das fühlt sich wirklich an. Immer wenn ich meine Haare geglättet habe, die haben sich genauso angefühlt. Nachher ist es ein Glättföhn, Leute. Also ich blende euch jetzt hier nochmal ein paar Daten ein. Genau, für die, die sich schon ein bisschen besser damit auskennen. Ja, hier sind auf jeden Fall ein paar Daten.
Also das heißt, ich kann sogar noch vor der Schule meine Haare waschen, weil das ja dann so schnell geht. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die glänzen auch. Also so sieht man euch den. Wow. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von dem Föhn. Ist auf jeden Fall ein High-Speed Hairdryer. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und die sehen einfach so gesund aus und die glänzen auch irgendwie voll. Also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Deswegen, ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Ich setze euch alle Links unten in die Infobox und ja, es gibt da sogar gerade einen Rabatt. Deswegen würde ich auf jeden Fall mal zuschlagen und ja, das war's auch schon. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bekomme meine Zahnspange und da wollte ich euch mal ein bisschen mitnehmen. Genau, heute ist sozusagen der erste Tag. Ja, ich bekomme meine Gummis und in 2 Tagen bekomme ich dann meine Zahnspange. Aber für euch ist es dann halt nur eine Sekunde, die 2 Tage. Für mich sind es halt 2-mal schlafen, 2 Tage. Aber ich nehme euch auf jeden Fall auf der ganzen Reise sozusagen mit. Aber jetzt bekomme ich erstmal meine Gummis und da würde ich sagen, hole ich euch mal mit. Leute, die Gummis sind drin. Genau, in Blau, 3 Stück. Und ja, jetzt fahren wir nach Hause wieder. Ja, ich habe auch sehr Hunger, Leute, muss ich sagen. Und ja, dann sehen wir uns in 2 Tagen für euch jetzt in 1 Sekunde wieder. Zwischenraum. Hier auch siehst du auch am Modell. Das ist ein bisschen schwieriger. Da gut Zeit nehmen. Wenn du morgens vor der Schule nicht die Lust oder Zeit dafür hast, am besten dann auch über den Kamm drauf. Also Leute, die Zahnspange ist jetzt dran. Genau, vorne sind sie also eine Art Polster, damit ich nicht aufs Metall sozusagen beißen muss. Und ja, das sieht jetzt irgendwie richtig anders und komisch aus. Aber es tut null weh. Also wirklich, ich spüre gar nichts. Also klar, man spürt, dass die Zahnspange dran ist und so. Ich spüre mal ein bisschen an den Lippen, ist halt anders. Aber ansonsten, ich spüre gar nichts. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall wieder zur Schule. Ich habe auch noch ein Zettel bekommen, was ich so alles machen muss und so. Und dann habe ich noch eine Zahnpasta bekommen, sehe ich gerade. Genau. Hier habe ich noch so eine Zahnbürste bekommen, also wo man dann hier die Brackets so putzen kann. Übrigens, ich habe Gummis grau geholt. Und das ist, um hier zwischen den Brackets, also sozusagen in den Lücken, zu säubern. Und ja, Leute. Also ich habe auch noch Wachs hier bekommen.
Ja, das ist dafür da, falls irgendwas mir wehtut oder wenn da irgendwas falsch ist oder so oder falls ich irgendeine Beschwerde habe oder so und noch keinen Termin direkt bekommen habe, dann kann ich das gerade reinmachen. Also gerade so ein Stück abreißen, dran machen und ja. Genau, dann bekomme ich einen Termin und dann wird das der Fehler behoben sozusagen. Also es war auf jeden Fall, es ging eigentlich relativ schnell. Ich habe damit gerechnet, dass es jetzt länger gedauert hätte, dass länger dauern würde. Aber ja, es ging eigentlich. Wie lange hat das circa gedauert? Ach, da waren so viele Pausen dazwischen. Wir haben viel warten müssen. Ja, auf jeden Fall. Die Behandlung selber vielleicht eine halbe Stunde. Ja, also das war relativ schnell und halt, weil ich nur unten eine Zahnspange bekommen habe erstmal. Deswegen ging das ja auch nochmal schneller und ja. Also Leute, ich bin wieder von der Schule zurück und viele in meiner Klasse haben gesagt, dass es gut aussieht. Also meine Freunde haben gesagt, dass es gut aussieht. Und ich finde, ich sehe aus wie Central Sea, Leute. Naja, egal. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie das mit Essen wird. Also ich habe gar keine Schmerzen, ich habe nur einen leichten Druck auf meinen Zähnen. Aber ich glaube, das ist normal, weil bei der losen Zahnspange war das bei mir auch so, dass erstmal so ein Druck war beim ersten Mal und so, aber dann ging's. Deswegen, ich denke, das ist halt wie bei der losen Zahnspange. Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das mit dem Essen sein wird. Mal gucken, ob da irgendwas hängen bleibt. Also in der Schule habe ich jetzt nichts gegessen, weil ich wusste jetzt nicht so sozusagen, wie ich essen soll und so. Das ist ja auch jetzt also relativ frisch hier noch. Deswegen, ich habe mich jetzt nicht so getraut auch sozusagen was zu essen und so. Aber jetzt ist das ja schon anderthalb Stunden oder länger her. Ja, deswegen ist das jetzt auch egal. Aber heute gibt es eh Suppe bei uns. Deswegen ja, ist das jetzt auch kein Problem jetzt irgendwie, dass ich jetzt denke, so tut das vielleicht weh oder so. Genau, wir sind auch schon gleich zu Hause. So Leute, also hier ist jetzt die Suppe. Das ist keine richtig so flüssige Suppe, also sie ist ein bisschen fester. Beziehungsweise es ist ein Eintopf und ich nehme immer mittags die Multivitamin-Tabletten mit Wolwig-Wasser. Jetzt probiere ich mal, ob das klappt mit der Zahnspange. Das fühlt sich so komisch an, Leute. Ich weiß nicht, wo ich kauen soll. Das ist echt sehr komisch, aber ich versuche jetzt einfach weiter zu essen. Und ich bin gleich wieder bei euch. Also Leute, es war sehr komisch mit Zahnspangen zu essen und so. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Druck auf den Zähnen. Aber ja, ich glaube, ich muss mich einfach dran gewöhnen. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall mal Tablette hier nehmen und gleich muss ich auch meine Zähne putzen, weil wir müssen ja nach jeder Mahlzeit, also nach jedem Essen, sondern ja Zähne putzen. So, ich werde jetzt mal meine Zähne putzen und da werde ich euch auch gleich mal berichten, wie das so war. Ich glaube, das wird jetzt richtig komisch sein. Also ich habe jetzt meine Zähne geputzt und so und halt die Zahnspange und ich fand das ein bisschen komisch, also erstmal mit der normalen Zahnbürste zu putzen, fand ich ein bisschen komisch. Dieser kleine, wo man hier so keine Bewegung machen muss, war eigentlich ganz okay. Und dieses Infantan-Bürste, keine Ahnung, wie man die nennt, wo man so zwischen gehen muss. Irgendwie, ich habe das nicht so richtig gecheckt, deswegen habe ich einfach so eine Zahnseide genommen und habe dann da irgendwie dasselbe gemacht, also versucht. Und es hat sich auch irgendwie richtig komisch angefühlt, aber ich esse jetzt Bananeneis. Man hat mir nämlich hier Eis gemacht. Dann noch mit den ganzen Toppings. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall essen. Aber wir haben auch noch eine Munddusche zu Hause, merke ich gerade. Das ist schon vor lange her. Ich glaube, wir haben die vor 3 oder 4 Jahren geholt. Und jetzt kann ich sie mal benutzen. Jetzt könnte sie ihren Zweck erfüllen. So, jetzt lasse ich mir aber jetzt mal mein Eis schmecken. Ja, dann putze ich mir wieder die Zähne. Also Leute, falls ihr eben nicht richtig gewusst habt, von welchen sozusagen Zahnbürsten ich rede. Also erstmal natürlich meiner normalen. Und dann diese hier. Also sie ist ja, um so hier keine Bewegungen zu machen. An die, die eine Zahnspange haben, wissen, was ich meine. Also so eine Mini-Zahnbürste sozusagen.
Und das ist eine Interdentalbürste. Genau, die nimmt man dann so zwischen den Brackets. Ich habe das Gefühl, ich habe das aber irgendwie nicht richtig reingemacht, weil irgendwie das sieht komisch aus. Das sah nicht so aus, als ich da war. Ja, ich habe eben einfach Zahnseide benutzt. Das ging damit auch richtig gut. Und heute Abend werde ich mal die Munddusche benutzen. Ja, mal gucken, wie es sich dann so anfühlt mit der Zahnspange. Ganz viele haben mich auch gefragt, warum ich nur unten eine Zahnspange bekomme. Oben sind meine Wurzeln zu kurz. Deswegen wäre das halt gefährlich, dass da dann irgendwas passieren könnte. Mit meinen oberen, also hier eigentlich nur die beiden vorne. Also die hinteren sind ganz normal, nur halt vorne. Das ist halt sozusagen ein Problem. Und ja, aber ich bekomme irgendwann eine vorne, aber nur so 3 bis 6 Monate, also relativ kurz im Gegensatz jetzt zu der unteren, weil es wie gesagt halt sonst zu gefährlich wäre und so. Aber ich bin froh, dass ich nur unten eine bekommen habe, weil dann ist halt nur unten der Druck auf den Zähnen und nicht oben und unten. Deswegen ja, ein bisschen Schmerz gespart, Leute. Hausaufgaben habe ich schon gemacht. Ich hatte nämlich nicht so viel auf. Und würde ich sagen, wir packen jetzt gerade den Schulranzen zusammen. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, was für Fächer ich morgen habe. Also, was ich jetzt hier rausnehmen muss, ist nur Französisch. Genau. Mathe habe ich nur ein Heft mit, falls ich irgendwie zeichnen muss, weil wir jetzt so was mit Winkeln und so machen. Deswegen sozusagen im Fall hier Werkzeug, keine Ahnung, so. Egal. So, morgen habe ich Englisch, das heißt, ich muss jetzt Englisch reinpacken. Ich muss noch mein Porridge rausholen, weil ich habe euch ja eben gesagt, dass ich in der Schule jetzt nicht so essen wollte, weil ich noch ein bisschen Angst hatte wegen meiner Zahnspange. Ja, deswegen, ich hole den jetzt auch mal aus meinem Schulranzen raus. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Upsi. Und ja, Leute, das war es auch tatsächlich schon mit meinem kleinen Video hier, wo ich euch so mitgenommen habe, wo ich meine Gummis reinbekommen habe. Und ich habe euch ja auch mitgenommen, wo ich meine Zahnspange jetzt bekommen habe. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss!